Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf dem Jägerhof von Train Fever. Wir hatten ja schon in der letzten Folge, da hatte ich schon gesagt, dass wir mal gucken wollten, eine zweite Stadt anzuschließen. Ich denke, das können wir jetzt mal lässig tun. Wir verdienen genug. Geld ist auch genug da. Dann könnten wir mal anfangen und uns hier langsam mal breiter machen. Ich würde fast behaupten, wir bauen von hier oben. Hier, von Bad Münstereifel weiter Richtung, ja, was ist das hier? Nörfenich. Ach, das war dieser lustige Name, genau. Nervenich-Name, ist auch schön. Ich werde aber erst einmal nur eine Linie weiterziehen. Also sprich, ich werde von Bad Münstereifel aus nur oben weiterfahren. Werde nicht die linke, sondern die rechte Spur nutzen, um zu gucken, wie sich das so einpendelt. Und dann könnten wir halt im Nachhinein oder etwas später die zweite Spur komplett nachziehen. Das heißt, wir haben dann eine große Spur, die alle drei Städte miteinander verbindet. Und eine etwas kleinere, die sich halt nur auf diesen zwei Linien dann oder auf dieser einen Linie hin und her bewegt, so wie wir das jetzt halt auch von unserer ersten Stadt gemacht haben. So, dann wollen wir mal gucken. Wir brauchen eine Schiene. Müssen wir da so einen riesen Berg bewältigen. Mal gucken, die Stadt liegt da hinten. Bevor wir da jetzt rangehen, gucken wir mal, wo wir den Bahnhof hinsetzen. Also wir müssen hier links rüber. Ich denke, wir werden den irgendwo hier platzieren. Denke, das ist die bessere Variante. Weil hier ist halt das Problem, dass hier der Berg schon wieder ist und eigentlich wäre es egal, wir müssten nicht die Straße kreuzen, wir würden dann hier rum weiter nach Mettmann fahren. Ich setze ihn mal hier hin. Ich weiß jetzt schon wieder, dass das teuer wird. Aber naja. So. Hauen wir uns den mal hier hin. Mal gucken. Uiuiui. Gut. Also. Wollen wir den Spaß nochmal miteinander verbinden? Dann fangen wir hier an. Lass mal so ein bisschen gerade runter. Oh. Bauer Heinrich muss dafür seine Felder lassen. Jetzt hier wieder etwas schade. Jetzt gucken wir mal, ob wir das ein bisschen anders lösen können. Nein, das ist dann nicht ganz so hoch. Sieht etwas schöner aus, als wenn wir da so einen riesen Satz machen mit der Schranke. Angeschlossen. Was da rechts? Also müssen wir da oben auch rechts dran. Okay. Das heißt, wir müssen hier ein bisschen Platz lassen. Für die anderen beiden Strecken, die wir dann irgendwann weiterziehen. So, jetzt sind wir bei Bauer Müller, der muss auch lassen. Bauer Ewald. Auch der muss drauf verzichten. Jetzt gucken wir mal, was direkt ziehen. Reißt das raus. Naja, gut. So, schön teure Strecke gewesen. Jetzt müssen wir mal gucken. So. Wir brauchen definitiv noch eine weiterführende Strecke von hier aus. Kollision, ich liebe es. Dann machen wir es halt langsam. So. Ziehen wir nämlich hier schon mal zumindest bis unserem Depot weiter. Wenn wir da die Weichen durchziehen. Ich meine, verbinden wollen wir das ja eh irgendwann alles miteinander. Von daher ist das alles gar nicht so tragisch. So. Da wären wir angekommen. Jetzt der Navi. Kollision mit. Ist da ein Lester? Und da wird es unschön. Da müssen wir ein bisschen tricksen. Das heißt, wir müssen einmal hier rausziehen. Ist zwar blöd, aber wir kommen leider nicht drum rum. Gucken wir mal, dass wir den vernünftige Geschwindigkeit wieder bis zum Ende bieten. 96, 97 km/h. Wenn ich das ein bisschen schmaler mache. 80, nee. Ja, wir müssen es die ganze Länge nur machen.
Wird interessant, ob wir hier die, die Weiche rausgezogen kriegen. Gucken wir mal, hier lässt er mich eine machen, das ist gut. Dann setzen wir uns hier nämlich schon mal direkt, dann haben wir das Problem schon mal hinter uns. So, das heißt, wir müssen jetzt gucken, dass wir ihm hier die Möglichkeit geben, nochmal die Gleise zu wechseln. Jetzt ist der Zug im Weg. Perfektes Timing. So. Ja, Tröd. So. Also. Stellen wir die neue Linie. Von hier nach hier. Das können wir so lassen. Das heißt, wir gehen uns jetzt einen Zug kaufen. Ich habe immer noch nicht die neuen Personenwaggons. Gucken wir mal. Der kostet im Unterhalt 150.000 pro Jahr. Macht 5 km/h mehr und der kostet 120.000 im Jahr. Leistung ist halt. Na, wir nehmen mal den Borsig. So, kaufen uns, wie gehabt, 3 Züge dazu und schicken ihn auf die nächste Linie. Wahrscheinlich wird er jetzt erstmal noch stehen bleiben, weil er da noch verkehrt nicht. Nein, der Zug bleibt oben am Signal stehen, okay. Lassen wir ihn jetzt mal komplett rüber wechseln. So. Dann ist er auch auf dem Weg. Ich könnte jetzt schon die alle 3 Strecken miteinander verbinden. Ich möchte es noch nicht machen. Damit sich die Linie nicht vorrangig oder momentan sich nicht die Passagiere gegenseitig klauen. Das heißt, was ist auch denn in unserer Kollision? Ja, wieder verbaut. Gucken, können wir hier anbauen. Okay. Das kannst du auch noch machen. Hier. Auch in Ordnung. Zack. So ein bisschen aufs Geld achten, aber ich glaube, die Verbindung sollte kein Problem sein. Dafür sollte das Geld noch locker reichen. Hier gebaut haben, bis wir die Weiche angefangen haben, das oder so ungefähr gleich machen. Sieht halt ein bisschen schicker aus. Da ungefähr. Okay. Ach, Zug im Weg. Ja. Heute sind wir uns alle im Weg. So. Jetzt müssen wir erstmal wieder ein bisschen Geld verdienen. Was haben wir hier? Die Linie macht noch kein Geld. Alle anderen Linien, wie wir hier sehen, sehen sehr gut aus. Auch die Trambahn, wo wir sagten, na, ob wir nicht so sicher sind, ob sie wirklich noch ins Plus gehen, sind alle 4 Bahnen im Plus. Na, unsere erste Strecke macht auch noch 200.000. Das könnte sich jetzt theoretisch sogar noch erhöhen. Das heißt, weil alle Leute, die hinten nach Nöwe nicht wollen und in Emmerich sind, werden jetzt noch dazukommen. Das sieht alles erstmal noch sehr gut aus. Mhm, ja. Das passt alles. So, gucken, dass hier gleich ein bisschen was auf die Schienen kommt. Beziehungsweise an. Könnten wir mal eben gucken, ob wir hier noch unseren altbewährten Trambahnhof mit hinkriegen. Schön wär's. Oh, perfekt. Kommt er genau hier hin? Bevor da wieder irgendeiner meint, na, ich bin schneller. So, dann helfen wir der Stadt auch mal ein bisschen auf die Sprünge. Das heißt, wir ziehen mal eine Straße von hier nach hier. Das heißt, die werden dann wahrscheinlich irgendwo dieses Terrain nutzen, um sich auszubauen. Dasselbe können wir auch nochmal hier oben machen. Nur schön, irgendwie.
Hier ist aber heute etwas ruckelig hier. Ja, in schön gibt's leider nicht. Nur in komisch. Ja, lass mal die Stadt das mal selber machen. Wo bleibt er denn? Ja, Verkauf dauert ein bisschen länger. Sind halt alles noch relativ kleine Züge. Die haben halt noch ordentlich zu ackern. Au, oh, jetzt sehe ich gerade, ob ich nicht vielleicht einen Fehler gemacht habe. Ich habe den Dreierbahnhof genommen. Der Zweier hätte eigentlich gereicht. Na, ist egal. Wir können den Dreier hinterher benutzen, um vielleicht von Nöwenich runter nach Freudenberg zu gehen. So als einfach Zwischenlinie. Das wäre noch eine Möglichkeit, dass wir da einfach so eine Linie einmal um den Berg ziehen. Zusätzlich zu der, die dann irgendwann hier auftaucht. Ja, das wird sich jetzt ein bisschen dauern, bis sie sich einspielen, die Linien. Wartet nichts. Ich hoffe, es fängt irgendwann mal an, jemand zu warten. Trams sehen auch gut aus, stehen zwar über ein paar Läuse, aber das ist nicht so wild. Hier ist auch gut, nirgendwo, wo übermäßig viele stehen. So, 3, 2, das ist eine Tramlinie, das ist in Ordnung, das ist vollkommen in Ordnung. Ja, jetzt sehen wir das auch hier einigermaßen. Dass, obwohl der Zug gerade weg ist, hier schon wesentlich mehr Leute stehen. Da wird es dann Zeit, dass wir dann irgendwann die neuen Hänger kriegen. Ja, da bauen sie sich auch direkt schon direkt an die Linie. Also Grundstück mit bester Lage, würde ich sagen. Ne? Also wer Züge liebt, der kann sie hier, ja, also beim Vorbeifahren mal anfassen. Oder auch nicht. Ich meine, es war so schön, nah an der Bahnstrecke zu wohnen. Das Haus wackelt dann auch immer sehr schön. Also wer dann vielleicht einen Versicherungsschaden rausmachen möchte. Ah, schade, es ist nur ein Park geworden. Ja, hätte bestimmt auch lustig ausgesehen. Naja. Hey, die Industriegebäude, das ist ja noch in Ordnung, aber naja. Wer es mag. So, du bist auf dem Rückweg. Hier müssen auch noch Sachen. Das haben wir. Ja, in der nächsten Folge würde ich fast behaupten, wir gucken, dass wir hier oben auch wieder die Infrastruktur in der Stadt machen. Tramlinien bauen. Mal hier gucken, ob es hier was an Cargo gibt oder so. Da ist ein bisschen Holz, aber das geht irgendwo nach hier hinten. Dann gucken wir mal, dass wir uns in der nächsten Folge wieder hier ums Dörfle kümmern. Dass da auch wieder die passende Infrastruktur kommt. Wir müssen auch mal wieder ein bisschen gucken, was hier unsere Produzenten hier machen. Die Lager sind recht gut gefüllt. Der Produzent steigt auch wieder ein klein wenig an. Das wird sich dann zeigen. Ja, dann ändern wir uns auch wieder an die Folge. Genau, wir ändern mal die Folge. Ja, nee, wir nähern uns wieder dem Ende. Ich danke mich fürs Zuschauen. Über ein Abo würden wir uns freuen. Schreibt was in die Kommentare, was euch gefällt, was nicht. Vorschläge. Ja, und vielen Dank fürs Zuschauen.